Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von André Marx die drei Fragezeichen und den Nebelberg vorstellen. Das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Ja, in die drei Fragezeichen und den Nebelberg geht es darum, dass die drei Fragezeichen eine Wandertour in den Rocky Mountains starten. Peter und Bob sind natürlich hin und weg, aber Justus Jonas natürlich nicht. Ne? Anstrengung. Doch unterwegs hüllt sich die Rocky Mountains in einen unheimlichen Nebel ein, beziehungsweise den Berggipfel in einen unheimlichen Nebel. Und die Wandergruppe wird von einer geisterhaften Erscheinung überrascht. Das Phantom ist zurückgekehrt, murmelten die Alten des nahen gelegenen Bergdorfes. Da fängt der erste Detektiv Feuer, denn neben der körperlichen Anstrengung sind jetzt seine Gehirnzellen gefragt. Was steckt hinter der Spukerscheinung? Die drei Fragezeichen müssen diesen besonders klug vorgehen, um die wortkargen Einzelheiten im Bergdorf zum Sprechen zu bringen. Ich sag mal so, in diesem Bergdorf sind sie gar nicht angekommen. Sie sind, nachdem sie ihren Weg zu diesem Bergdorf machen wollten, auf einmal durch den Nebel gegangen und sind so gesehen an der gleichen Stelle wieder rausgekommen, wie sie gestartet haben. Und haben aber dann zum Glück eine einsame Hütte gefunden, wo ein Pärchen mit ihrer Tochter lebt und einer, der eben schreibt. Und die drei Fragezeichen sind natürlich dann Feuer und Flamme, sagen hier, wir haben das Gespenst gesehen und ja. Hat dann der Vater gesagt, ja, das wird wahrscheinlich der Geist sein, der hier früher das Gold abgeschürft hat, also der Mann, der damals das Gold da im Nebelberg abgeschürft hat, wäre jetzt der Geist. Und natürlich will Justus natürlich rausfinden, ob es Geister wirklich gibt oder nicht. Und ich finde es halt wirklich ein bisschen scheiße, dass hier steht im Bergdorf. Die sind nie in diesem Bergdorf angekommen, sorry, aber das ist für mich so ein kleiner Fail vom Kappendex. Okay, wenn da jetzt dass sie eben dahin gehen, aber es ist halt so, nein, sie kommen da dann noch nicht an und sind dann eben bei diesem ein Häuschen angekommen. Ja. Besonders spannend wird es, dass dieser Möchtegern-Schreiberling auf einmal verschwindet, wo sich der Nebel auftut und er dem Geist was sagen will und dann verschwindet er plötzlich. Und ob die drei Fragezeichen ihn wiederfinden, was das mit dem Nebelberg auf sich hat und was es eben mit dem Geist auf sich hat, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Ja, wie gesagt, also es war schon ein älterer Fall. Ja, so alt ist er, glaube ich, jetzt nicht. 20 Jahre. So, ich habe vorhin schon geguckt. 20 Jahre ist er fast alt. Und beim Hörspiel habe ich immer so ein bisschen Zitteranfälle. Deswegen höre ich die abends meistens nicht alleine. Aber es gibt ja einen Freund. Es gibt ja einen Freund, der mal damit hört. Ja. Es gibt halt so, ich habe auch keine besonderen Autoren, also gut, Ben Nevis, ich liebe Ben Nevis, also er schreibt eigentlich meistens richtig tolle Bücher, auf jeden Fall, Ben Nevis mag ich sehr gerne. Marco Sonnleitner ist so, er schreibt mal gute Bücher, er schreibt mal nicht so gute Bücher. Und dann kommen André Marx und André Minninger dazwischen. Kari Erhoff, die Batterien waren gerade leer. Ich hatte euch hier noch was von den Nebelberg
naja, nicht den Nebelbär sagen wollen, aber ich wollte eigentlich euch halt noch sagen, welche Schreiber, Autoren ich von den drei Fragezeichen mag. Christopher Ditter habe ich nur noch nicht mehr drin gehabt jetzt. Ach, bei dem ist es auch immer so schwer. Ja. Aber ich denke mal, okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin fertig. Auch mit den Nerven. Danke, Kamera. Immer bei den letzten Sekunden, entweder bei den letzten Sekunden oder am Anfang von dem Video gehen die Batterien weg. Ja. Okay, trotzdem. Ciao!